Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. FIBO-Tag Nummer 1, haben wir geschafft. Komm her, Paulchen. Grüß Gott. Du wirst auf Training verzichten. Ich will jetzt auf jeden Fall noch pumpen gehen, egal was kommt. Ich brauche das, wenn es auch nur für den Kopf ist. Bisschen Brust, Schultern. Hast du Bock? Richtig. Aber wir nehmen Toxi, damit wir nicht mehr laufen müssen. Wir haben genug Schritte gemacht. Okay. Let's go. Der Taxifahrer hat gesagt, wo Straße? Da können Sie doch zu Fuß gehen. Da kann ich mit dem Auto nicht hinfahren. Wenn schon der Taxifahrer sagt, ey. Naja, gut, dann machen wir hier Fitness-Lifestyle und so. Wir machen jetzt noch ein paar Schritte. Okay. Ja. Warum wollte Paul jetzt ein Bild mit Polizisten mit Waffen machen? Da waren irgendwelche Polizisten, da stand Videoüberwachung drauf oder so. Nein, nicht die waren schwer bewaffnet auf jeden Fall. Nein, die waren, er hat eine Waffe in der Hand. Das ist so ein geiles Bild gewesen. Achso, Bild mit Waffe. Paulchen, läuft bei dir. Ja. Da willst du extra meinen Beast-Mode unterbrechen, meine ich verhandeln? Ja, verdammt. Treppen. Der Lunge ist tot. Einfach Treppen. Ja, Beast-Mode, hä? Mitten in der Innenstadt, McFit. Und da ich ein bisschen unterversorgt bin an Nährstoffen, gehen wir auf Nummer sicher und machen jetzt During Workout Aminos. Ist das geil? Oder natürlich von Best Body Nutrition. Könnt ihr im Shop von Kickers Nutrition kaufen. Mit Johannes 10 spart ihr 10%. So, normalerweise könnt ihr die auch vor oder nach dem Training nehmen, ist völlig egal. Oder einfach so, Hauptsache Aminosäuren gehen rein. Proteinsynthese stimuliert. Nee, das ist von Rocker. Das ist ein Rocker. Das ist ein Rocker-Produkt. Best Body. Das ist ein Rocker-Produkt, hör auf. Was? Ja. Aber, ja. Mit der Aufregung hast du dich verraten. Ja. Paul, ist dir aufgefallen, heute ist Donnerstag, also nicht Montag International Chest Day. Und deswegen sind die Bänke fast alle frei. Butterfly ist frei, da bieten sich Supersätze an. Ich mach Vorermüdung. Erst Butterfly, dann direkt zum Bankdrücken, da musst du nicht so viel Gewicht nehmen. Und wir sind schneller fertig. Alter. Ja, ist ein Ding, oder? Das ist ein Ding. Improvisation ist das halbe Leben. Metab oder Stress für dicke Hupen, mein Freund, dicke Hupen. Paul, kannst du mal 100 Kilo stecken, bitte? Jetzt wollen wir es wissen. Jetzt kommt der Satz, der muss richtig ballern. Der muss richtig knallen. Hier muss er rein. Da muss das Blut rein. Und wollen wir sehen, wie aufgepumpt der nachher ist. Viel zu wenig getrunken, kein Pump-Booster vom Training, nur ihr Arsch. Haben wir es, Paul? Ja. Es kann sein, dass du ruhig gedauert. Ein, zwei Wiederholungen nochmal zusammenpressen. Ich will die jetzt richtig zerstören. Wir haben nur diesen einen verdammten Satz. One motherfucking set. Oh Scheiße, dann werde ich weitergehen. Komm, Paul! Jawohl. Ausruhen. Okay, sei bloß mit vor, ich weiß nicht, du. 8 Stück, okay, 7, keine Ahnung. Schau. Alles, was geht, und dann noch 2, okay? Oh, fuck. 7, ah, 2. All in, nächste Übung. Jetzt bin ich aber unter Zugzwang. Hier gucken 5 Leute zu, Alter. Meine Fresse. Oh. Lightweight, baby. Hast du Pumpen auch jetzt, Paul? Ja, oh. Mein Rücken. Mr. Lawyer. Ich fühle hier ohne Mist so eine Energie. Und man kann ja sagen, was man will, aber hier quatscht keiner außer mir. Sondern hier geben alle Gas. Hier wird wirklich Sport gemacht. Das ist die obere Etage, der freie Bereich. Paul, wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Geil. Das ist heftig, Alter. Geil. Wir sind alle motiviert von der FIBO, Leute. Wenn ihr Motivation haben wollt, dann geht auf die verdammte FIBO und holt sie euch ab. Fürs ganze Jahr reicht es aus. Ja, Mann. Wenig gegessen.
kein Koffein drin und trotzdem drauf. Voller Adrenalin. Einen Satz haben wir gemacht und jetzt machen wir hier nochmal einen. Volle Pulle. Ich schätze 20 Wiederholungen, vielleicht auch 40, vielleicht auch nur 15. Egal. Hauptsache, was schätzt du? Alle. 12,5. Arschloch. Lass ich mal noch eine Minute Pause machen, dann mache ich 100. Pumpen. Nee. Mist. Ein Satz reicht, weiter geht's mit Schultern. Wir haben noch keine Zeit. Und weiter geht's mit Vorerschöpfung. Erst Seitheben isoliert und dann Multipresse Frontdrücken. Für runde, fette Schulterköpfe. Alles, komm. Wir haben jetzt einen Formcheck gemacht und besprochen, wann Paul Wettkampf machen wird und welcher Klasse. Das Video wird aber bei mir nächstes Jahr auf dem Kanal erscheinen. Genau. Müsst ihr abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Wir müssen auf jeden Fall noch die Beinbizeps unbedingt verbessern. Yes. Weil da ist es hinten gerade, wie abgeschnitten. Nicht ganz. Und deswegen üben wir ein bisschen an der Technik rum, haben sein Volumen erhöht. Das heißt, es ist jetzt, wie man Romanian Deadlift macht. Hoffentlich. Jawohl, kontrolliert von hier, gerade runter, genau. Komm, pull. Schön Muskel gerade auf die Fibo. Stoßen, Paul, stoßen. Das haut rein. So viel gestoßen habe ich in meinem Leben nicht. Das ist so witzig, wenn die Leute rätseln. Ich kenne ihn irgendwoher. Genau hinter uns. Verdammt, gerade. Ich komme nicht auf seinen Namen. Und hast du meinen Namen? Paul, wie heißt der? Sag mal nochmal. Film mal. Paul Anterleitner. Warte. Aber ihr cuttet das raus, ne? Natürlich. Ja, ja. Johannes. Oh ja. Oh. Nicht schlecht. Johannes Rühl. Xavi. Ja, Mann. Viel zu leicht. Verdammt. Wäre hier wohl schon auf dem Boden. Oh, verdammte Axt. Bakterienfalle. Der junge Mann hat mich gerade angesprochen. Du bist der Johannes Lukas. Du siehst in echt viel krasser aus. In echt. Du siehst in echt? In echt viel krasser aus als in echt. Ja, auf den Videos sehe ich. Ja, genau. Deswegen warst du lustig. Ich kenne halt nur die YouTube-Videos. Ja. Und wenn man das dann so in echt sieht, ist das noch mal viel Dings. Also, finde ich beeindruckend. Auch wirklich viel motivierender. Motivierender, das ist gut. Das aber es ist ja auch extrem motivierende Stimmung. Hier ist Testosteron, Schweiß, wenig Sauerstoff. Fibo, alles geflasht, Mann. Fibo ist top, ne? Damn. Motivation! Motivation. Leute, an dieser Stelle muss ich mal ein fettes Shoutout loswerden. An die Crew von McFit, an den Andrew, der uns sofort willkommen geheißen hat. Gut, die haben natürlich auch den Vorteil, die kannten meine Videos laufen hier, unter anderem auch bei McFit im Channel. Richtig geil. Das Feeling oben ist mega krass. Die Leute geben alle Vollgas. Es ist richtig voll, aber ist egal. Alle trainieren damit zusammen. Ne? Genau, so sieht's aus. Richtig geil. Also fettes Dankeschön an die Crew hier in Köln. Und natürlich auch an McFit. So Leute, wisst ihr was? Ich gebe jetzt erstmal meinen Oldschool-Diet. Ist ja kein E-Book, das ist ein richtiges Buch. Das werde ich jetzt dir und deiner Crew überreichen. Ist noch ganz vielleicht braucht ihr noch ein paar Trips. Vielleicht braucht ihr noch ein paar Tipps zum Thema Diät oder so. Könnt ihr alle mal reinlesen. Genial. Ich mache noch eine Widmung rein, dann kommen wir noch. Und für alle meine Zuschauer, das kommt am 28.04. Ich mache mal ins Video noch unten einen Link rein, wenn ihr euch schon voranmelden wollt, weil wir haben eine limitierte Auflage. Wir haben das ohne Verlag gemacht, also quasi in Eigenregie, mein Team und ich. Und deswegen haben wir erstmal nur ein paar Stück bestellt und die sind wahrscheinlich recht schnell weg. Also genug Werbung. Dankeschön. Ich danke euch. Dankeschön. Ohne Scheiß, vielen Dank. Die haben mir mein Leben heute richtig erleichtert. McFit-Karte vergessen. Nichts mit, jetzt muss ich mir noch mal irgendwie ein T-Shirt raussuchen. Aber die Duschen sind kaputt. Oh, das beheben wir, das beheben wir sofort. Das ist Bodybuilder? Was ist Bodybuilder?
Ja, wir sind noch in Rewe gegangen, schnell noch was zu futtern holen. Rewe to go, ein paar Maiswaffeln habe ich noch bekommen. Ja. Hier gibt's Kinderpinguin. New School Diet, if it fits your macro style und ja. Einfach random. Wir gehen jetzt entweder in McDonald's oder zu dir ins Hotel, irgendwo, wo wir sitzen können. Wir haben genug Essen mit dabei, aber ich will jetzt endlich in Ruhe essen, da will ich sitzen und chillen. Da hat's aber schnell gegessen, Paul. Ist schon alles weg. Yes, war nicht so schlecht. Inhaliert, war nicht so schlecht. Ja, aber auch nicht gut. Okay. Also ich weiß, dass ich nichts vermisst habe. Was schon seit Jahren nicht mehr bei McDonald's. Genau. Wir sind ein bisschen assi, ich habe mein eigenes Essen mitgebracht, aber ihr habt ja ordentlich für Umsatz gesorgt. Ich habe mir hier noch schnell Guacamole, was haben wir noch? Fitter ist Essen und schön Mais, ich liebe Maiswaffeln. New School Diet ist am Start. Magerquark und noch ein bisschen Guacamole drauf. So, kann man das nochmal machen? Schneller. Okay, und dann kannst du ja überleiten, dass wir uns morgen... Warte mal, genau. Wir sind im McDonald's, ich habe gerade angefangen mit Essen, der Paul hat schon sein Essen komplett inhaliert. Das erste Mal seit 3 Jahren wieder McDonald's. Hat es sich gelohnt? Geht's ja. Also ich weiß, dass ich nichts vermisst habe. Tja. Und ich gönne mir rein, Leute. Ich genieße meine Maiswaffeln. Magerquark, Guacamole und noch ein bisschen Fit Taste. Protein sind safe, aber ich habe dann immer noch ungefähr 700 Kalorien offen. Mal sehen, was ich mir noch gönne. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder am nächsten Tag der FIBO. So, Sportsfreunde, Tag Nummer 2 der FIBO hat begonnen. Ich bin hier mit Fiddy am Start. Kennen die Kollegen? Ihr müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Du bist Künstler. Richtig. Hau mal Song raus. 30 Grad, Flamingos und Flipper. Brutaler Ohrwurm auf jeden Fall. 6-7 Jahre alt schon. Jetzt bist du hier am Start. Wir wollen jetzt Battle machen. Ja. Jetzt gegeneinander antreten. Ich bin gespannt, was unter der Jacke so alles drunter steckt, ne? Naja, die platzt bald, die Jacke, die platzt bald, Alter. Ihr seht jetzt gleich noch ein Cinematic. Ansonsten werde ich euch das Video bei MeinQ oder von MeinQ ankündigen. Wisst ihr Bescheid, viel Spaß. Ist das Whey Powder oder was? Whey Protein auf meiner Haut. Oh, ey, wir haben gerade mega Spaß gehabt bei dem Dreh, ohne Witz. Er hat angefangen zu lachen, ich habe mich gefühlt wie in der Schulklasse. Irgendwie, wenn man das Zimmer, musstest du als Kind auch immer raus? Ja, ich musste dann auch vor die Tür, weil ich immer auch gelacht habe. Ja, ja, Mann, volle Kanne. Wir haben es gegenseitig angesteckt, wir haben es aber auch hingekriegt. Es hat mega Spaß gemacht, ohne Witz, Mann. Richtig coole Aktion. Wir haben einen neuen Move hier, Achtung. Bam, bam, bam. So, meine Lieben, ich muss an dieser Stelle mal ein fettes Shoutout machen für die FIBO Influencer Lounge. Hier wird man ordentlich versorgt. Der Pauk kriegt sein eigenes Essen von Rocker hier. Süßkartoffeln mit Hühnchen und Brokkoli vom Allerfeinsten. Liebe Grüße an Best Body Nutrition. Das nächste Mal werden wir das auch so machen. Ansonsten war das nochmal ein richtig geiles Training gestern, oder? Das hat richtig Bock gebracht. Ja, du hast die Hüftstreckung wieder mal sehr gut geübt. Hast du Muskelkater von gestern? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's auch danach nicht so gespürt. Nach dem Aufwärmen war's weg. Das üben wir also noch. Paul bleibt dran für massive Beinbizeps. Und wir bleiben natürlich auch dran und werden euch weiterhin von der FIBO berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt Daumen hoch geben. Wenn euch die Videos gefallen, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ding Dong und so. Paul abonnieren natürlich. Aber ich glaube, meine Zuschauer haben sowieso alle schon Paul abonniert, oder? Ah, ich bin mir nicht so sicher. Möchtest du noch was loswerden, unsere Zuschauer? Wie ist die FIBO für dich? Mega anstrengend. Also als Athlet ist es sehr anstrengend, aber es macht mir richtig Spaß, viele Fotos zu machen. Es ist besser, wenn man mehr zu tun hat, als wenn man nichts zu tun hat. Weil es langweilt man sich nicht. Absolut, absolut. Aber ich hätte eigentlich gedacht, der ist ja noch jung, immerhin noch 19. Und er steckt das lockerer weg, ne? Das war mir so, ich hätte gedacht, dass du nicht so mimimi. Aber stell dir mal vor, du wärst 10 Jahre älter oder noch schwerer. Naja, Ron hat 3 Stunden geschlafen, hat er mir gesagt. Und Alkohol getrunken. Und gesoffen. Da muss man echt sagen, Hut ab, der Ron. Polska Genetics regelt, ne? Da wird dich nicht beklagt. Also don't complain, seid dankbar, okay? In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuschauen.